Systeme bei uns in der Schule sehr gut funktionieren, mit Schülerausweis. Allerdings ist pädiatrisch halt eben, was wir nicht haben, also damit haben wir auch nicht so die Erfahrung. Ja, okay. Aber alles andere, was ehrenhaftisch bin, ist und Basketball und Volleyball, das kennen und Badminton, das kennen wir, kennen unsere Schüler von unserem Schul. Das ist der Eingangsbereich. Jugendgäste aus Duerstadt im Juli 2022. Genau, also wir haben den Jugendherbergspakt und wir haben das Europadorf, weil im gleichen Zeitpunkt wäre noch eine andere Gruppe mit ca. 50 Personen. Genauso auch. Hier geht es zum Speisesaal. Also 100 Personen Das zeige ich dann noch extra.